Herzlich willkommen in meinem Blog für das Baron Palace in Hurghada, Ägypten. Viel Spaß damit! Unsere ersten Schritte machen wir hier einmal durch die Lobby und schauen uns diesen wunderschönen Lobbybereich einmal in Ruhe an. Als nächstes gucken wir uns dann einmal an, wo wir die innenliegenden Geschäfte, den Geldautomat und die Touristikinformationen finden. Hier befinden wir uns nun in dem Bereich, wo auch ein Einkauf im Hotel möglich ist, und zwar für Schmuck, für Kleinigkeiten wie Chips, Sonnenmilch, Schnorchel, Taucherbrille etc. Das hätten wir einmal hier und auf der anderen Seite der Laden, wo ihr euch noch ein schönes Accessoire kaufen könnt. Die Ringe, Ketten etc. Dann auf der rechten Seite hier der Geldautomat und in den Räumlichkeiten rechts auf der Seite findet ihr alle Informationen zum Abflug und könnt auch eben Ausflüge innerhalb von Ägypten buchen. Wenn wir hier nun wieder rausgehen, seht ihr jetzt eben noch einmal kurz die Raucherlounge bzw. die Raucher- oder Zigarrenbar für alle Raucher, die gerne innerhalb der Räumlichkeiten am Rauchen sind. Ein wirklich schöner Bereich, schön eingerichtet. Auch eine extra Bar für die Teenager ist in diesem Hotel vorhanden. Hier dann nochmal ein Ruhebereich für die Leute, die es gerne entspannt mögen. Hier könnt ihr euch niedersetzen, auf dem iPad gucken, Zeitschriften lesen, einfach entspannen im The King Room. Hier nochmal ein extra Bereich für wahrscheinlich alle Suitengäste, das Business Center. Hier kam ich als Normalgast eben nicht hinein. Urlaub und Workshops in eins, ja, das geht. Und das sieht man hier. Mit insgesamt 4 Seminarräumen ist das hier möglich. Und als nächstes gehen wir einmal runter ins Restaurant und gucken uns an, wie abends das Buffet aussieht. Bis gleich!
hier lässt sich nur eins zu sagen, wirklich frisch, gut gemacht und absolut lecker. Willkommen im absolut phänomenalen Außenbereich und hier seht ihr jetzt auch, wo sich die Spezialrestaurants befinden. Und zwar einmal hier befinden sich zwei Spezialrestaurants und genau gegenüberliegend auf der anderen Seite auch nochmal zwei Spezialrestaurants. Und zum letzten Spezialrestaurant kommen wir gleich noch. Hier nun einmal die Poolbar und vor allen Dingen auch zu sehen die Möglichkeiten, wo man sich abends schön hinsetzen kann und ja, den Ausblick, die Beleuchtung, die Musik genießen kann mit wirklich tollem Personal, sehr zuvorkommend und freundlich. Und ein Stück weiter, wie man hier schon unschwer erkennen kann, wo wieder Tische, normale Tische stehen. Eben das Grillrestaurant, was sich halt direkt oder fast direkt am Strand befindet, mit schönem Ausblick aufs Meer. Und nun geht's in Richtung Strand. Und hier auch nochmal der wunderschöne Anblick auf die Hotelanlage vom Strand aus. Hier auch nochmal die Möglichkeit, ziemlich alleine und in Ruhe am Pool zu liegen.
nun kommen wir zum absoluten Geheimtipp, zum Meditationspool. Wir haben es leider erst ein paar Tage später entdeckt, aber wer Ruhe haben möchte, der ist genau hier richtig. Angekommen am Adults Only Pool. Hier sind Kinder nicht erwünscht und auch hier findet man sehr gut Ruhe. Weiter durch die schöne Gartenanlage. Einen kurzen Einblick gönnen wir uns hier auch in die Private Pools. Für die Gäste, die eine Suite gebucht haben, mit direktem Zugang zum Pool. Und hier auf der rechten Seite einen kleinen Einblick auf die Poollandschaft des Wellnessbereiches und direkt dahinter seht ihr schon das Fitnessstudio. Und hier der Eingang zum Wellnessbereich, wo es wirklich himmlisch schöne Massagen gibt. Kann ich nur empfehlen. Links nun die Tennisplätze und direkt dahinter das Atrium. Hier finden abends die Shows statt, wie zum Beispiel eine Karaoke-Show oder auch die Mini-Disco. Und dort hingelangen tut ihr über den Weg, der links entlang führt. Und dann machen wir auch jetzt die letzten Schritte bis zum Hotelzimmer und dann kriegt ihr noch einen kleinen Einblick ins Hotelzimmer. Bis gleich. Da sind wir auch schon. Ausgestattet ist das Zimmer mit einer Regendusche, Waschbecken, Toilette und BD, einem kostenlosen Safe, Bademäntel, Flipflops, Gläsern, Besteck, Minibar, die täglich aufgefüllt wird, ein King-Size-Bett, ein Flachbildfernseher, Balkon mit Mobiliar und als wir angekommen sind, stand auf unserem Wohnzimmertisch ein Tablett mit Macarons und im Laufe des Urlaubes wurde dort auch nochmal wieder etwas Neues hingestellt, eine Platte mit Obst und zwei Tellern und Besteck. Das war mein kleiner Einblick oder auch großer Einblick in das Baron Palace in Ägypten. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt mir gerne. Ich versuche euch allen zu antworten und
Wenn ihr dort auch einen Trip hinplant, dann wünsche ich euch ganz viel Spaß in dieser Zeit und genießt diese tolle Anlage. Ciao und bis bald. Und nicht zu vergessen, lasst einen Daumen hoch da. Danke.